Gama 122 Natsu Draniel is now alive. Streaming Gotham Knights, Gotham Knights. Wurde schon identifiziert, war wohl Dozent hier. Kirk Langstrom. Gut, ich melde es auf den Weg zur Leichenhalle. Wissenschaftler ist also tot. Wo ist sein Büro? Langstrom ist tot? Warte mal, ich rufe die GU-Website auf. Sein Büro ist in Moulton Hall, im zweiten Stock. Danke. Die Türen zum zweiten Stock offen gelassen. Das ist es. Nicht viel Polizeiarbeit hier. Langstrom wurde wohl woanders umgelegt. Ich sollte mich hier noch etwas umsehen. Vielleicht entgeht mir etwas. Okay, die Spuren sind komisch. Ich hab noch nicht viel. Brauchst du was, Großer? Ich mach das. Du musst nicht alles allein machen, wenn etwas seltsam ist. Klingt, als hättest du kein Vertrauen in mich. Er hat dir vertraut. Und ich auch. Wir beenden es für ihn. Ja, verstehe. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Langstrom ist hier gestorben. Die Cops waren wohl müde und sind für heute nach Hause. Langstrom hat gearbeitet und wurde dabei angegriffen. Er hat schnell viel Blut verloren. Er wollte fliehen, aber der Angreifer hat ihn an die Wand gedrückt. Er hatte keine Chance. Langstrom wollte zu diesem Schrank. Was kann daran so wichtig sein? Geheimtür. Sie stecken voller Geheimnisse, Dr. Langstrom.
Vielleicht gibt man den Code auf dem Thermostat ein. Vielleicht konnte Langstrom mit seinem Tablet die Geheimtür öffnen. Das ist nicht die Vorwahl von Gotham. Vielleicht ist das nicht nur eine Telefonnummer. Mochte er den Film oder ist das Erscheinungsdatum wichtig? Diese Mikrowelle sieht seltsam aus. Kann vielleicht mehr als nur Essen aufwärmen. Zwei Tage sind eingekreist. Die sollte ich mir merken.
Das ist es. Finden wir raus, was Langstrom versteckt hat. Was zur Hölle ist das hier? Das kann keine normale Uniforschung sein. Sein Schreibtisch. Mal sehen, was er hier so getrieben hat. Was ist das? Eine Festplatte. Sicher wichtig, wenn sie hier versteckt war. Die nehme ich für die anderen mit. Bin fertig hier. Ich glaube, die Bullen haben die Spuren an der Wand übersehen. Und das Geheimlabor auf jeden Fall. Ich bringe eine Festplatte von dort mit. Ich freue mich schon drauf, die zu knacken. Bis bald. Jetzt legen die Freaks hier Feuer. Na klar. Die Gangs haben Gotham fester im Griff, seit Batman nicht mehr eingreift. Die Freaks wollen allen zeigen, dass sie die Kontrolle haben. Zeit, dass ich ihre Party auflöse. Ich kümmere mich besser um seine Kumpel, bevor sie hier alles abfangen. Wird nie langweilig. Rumpel, 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 Rumpel. Irgendwo müssen noch mehr sein. Und jetzt beginnt die Show. Ihr brennt ja alles nieder.
Geisel. Jetzt aber schnell. Täter sind unterwegs. Geht's dir gut? Alles okay. Ich bring die Festplatte mit, damit wir sie knacken können. Vielleicht finden wir raus, was Langstrom umgebracht hat.
meine ja nur, Deckmann hat den Job angenommen und jetzt liefert er nicht. Also haben die ihn gefeuert. Rückweg zum Glockenturm. Ihr seid besser dort. Wir sind hier. Bis gleich. Noch länger? Schön. Lebensweg schon. Gut, du hast die Festplatte aus Langströms Labor. Sobald wir die Daten haben, entscheiden wir, was zu tun ist. Ich gehe raus. Ich sitz nicht rum und warte auf... was immer das hier ist. Wir warten auf Infos, Jason. Wenn wir sie haben, dann gehen wir.
Weg da! Ich löse den Fall auf meine Art. Hört auf! Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Wie du meinst. Aber das macht es uns unnötig schwer, Kleiner. Ich schätze, während wir sowieso hier warten, können wir noch mal durchgehen, was Bruce über Langstrom wusste. Mist! Das war wohl die zweite Sicherung. Die erste ist vor Monaten durchgebrannt. Ich dachte, der Ersatz hält. Ich mach das. Nicht nötig. Ich hab's geflickt. Das sollte wohl eine Weile halten. Hatte Zweifel, ob du kommst, Alfred. Ich werde immer hier sein, wenn sie mich brauchen, Master Richard. Wenn einer von ihnen mich braucht. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch, Master Tim. Es gibt hier sehr viel zu tun. Verdammt! Überall in der Stadt gibt's Aktivitäten. Klasse. Mein Plan gewinnt dann wohl. Hallo. Wartet. Was ist mit der Info? Und Alfred kann hier nicht ganz allein klar Schiff machen. In der Tat, Miss Gordon. Ich habe notiert, was wir brauchen. Ich kann es allein schaffen, aber mit Hilfe ginge es schneller. Verlass dich auf uns, Alfred. Wir helfen alle mit. Setzen wir Bruce' Arbeit fort. Ganz schön ominöses Zeug im Labor des Docks. Hast du auf der Baustelle was gefunden? Nein, da war nichts mehr zu finden. Die hatte wohl jemand dicht gemacht. Hoffentlich gibt uns die Festplatte ein paar Antworten. Wird ewig dauern, das Scheißding zu entschlüsseln. Wir sollten in Aktion sein. Irgendwas tun. Langstroms Mörder finden. Jason, wir wissen doch beide, was passieren kann, wenn man sich ohne Infos in einen Fall stürzt. Wir haben schon ein Familienmitglied verloren. Geh nicht so ein Risiko ein. Ich frag mich nur,
Wenn ich gewisse Sachen nicht getan hätte, hätte Bruce mit mir geredet? Hat er mir nicht vertraut? Jason, er hat mit keinem von uns über den Fall geredet. Erst als er es musste. Und dann ist er zu dir gekommen. Er hat dir vertraut. Und das tue ich auch. Danke, Babs. Weiteren Verzögerungen. Beeilung! Versuch's nochmal. Das soll ein Angriff sein? Glockenturm, wir sind jetzt voll einsatzbereit, aber kommen Sie noch nicht her. Lass mich raten.
Ich soll etwas für dich erledigen. Für Langstroms Festplatte wird ein Biodekodierungsschlüssel benötigt. Biodekodierung? Also ist es an seinem Körper. Ich muss ins GCPD-Leichenschauhaus, oder? Richtig. In einer normalen Nacht in Gotham sollte es auf der Wache ruhig sein. Relativ. Zuerst eine Uni, jetzt das Polizeirevier. Alles, was ich als Kind gemieden habe, in einer Nacht. Die Cops sind alarmiert, aber ich kann nicht einfach durch die Vordertür. Mafia. Oh nein! Ich hab keine Ahnung, was. Eröffnet
Okay, bin drin. Wo war das Leichenschauhaus? Das Leichenschauhaus ist hinter dem Großraumbüro. Verhalte dich ruhig. Verdammte Freak. Meine Tochter studiert dort. Wir haben ein paar Einsätze. Einer wird gerade diese Leiche abgeholt. Kräftig, das Outfit. Für 5 Minuten allein dort. Nein. Der Wissenschaftler macht uns ganz schön Arbeit. Hast deine Bodycam direkt vor uns? Das Leichenschauhaus ist hinter dem Büro. Jetzt wäre es wirklich unschön, entdeckt zu werden. Lass endlich den Mist stecken. Der Bürodienst ist schlimm. Kane hat ein Auge auf mich geworfen. Ich muss eine Weile brav bleiben. Sie übertreibt völlig. Ich habe den Jungen kaum berührt. Und er stolpert zufällig auf den Randstein. Die verdammten Eltern wollen die Stadt verklagen. Gut, dass er Vorstrafen hat. Das werden die Anwälte nutzen. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass du es trotzdem sagen wirst. Also raus damit. Tatort war schnell wieder freigegeben. Die Freaks waren dort. Das hat etwas abgelenkt. Und du weißt ja, es war natürlich ein Unfall. Ein Unfall? Hast du die Fotos gesehen? Wir schließen Fälle ab. Wenn du Detektiv spielen willst, bist du in der falschen Stadt. Diese Kerle hatten echt zu viel Kopf. Sogar die Toten schließen nachts ab. Wer hat einen Schlüssel? Der Diensthabende vielleicht. Was zur Hölle? Wer würde ein paar Wissenschaftler angreifen?
Sanktum? Talia al Ghul ist hier. Okay, Vorsicht. Du kannst mich nicht besiegen. Mein Liebster hat dich gut trainiert. Wollt ihr nicht, dass du Gotham fernbleibst? Ein Toter hat mir nichts zu sagen. Übrigens bin ich hier, um Vaters Dreck wegzukehren. In diesem Fall den Dämon selbst. Du willst nicht versuchen, ihn in eine Lazarusgrube zu werfen? Wäre doch eigentlich kein Neuland für dich. Warte. Was wollte er von Bruce? Ninjas. Das Langstrom oder seine Überreste. Du suchst einen Biodekodierungsschlüssel. Ein Gerät, das sein genetisches Material nutzt. Was ist das? Kram für Nerds? Laut Langstroms Akte hatte er keinen Diabetes. Wozu brauchte er dann dieses Gerät? Langstrom hatte ein Herzleiden und eine Meeresfrüchteallergie. Ich bin eher an Blut auf dem Asphalt gewöhnt. Er hat das Testgerät umgebaut, um mit seinem Blut Daten zu kodieren. Glockenturm, das GCPD weiß, dass Talia hier war. Wie komme ich raus? Ich bin dran. Wir finden einen Ausgang. Pass auf, die sind bis an die Zähne bewaffnet. Zum Glück kenne ich mich mit den GCPD-Systemen aus. Sorry, aber ihr bleibt im Dunkeln. Gute Arbeit. Und jetzt leise rausschleichen. Ja, Asche kann nicht auferstehen. Eingang ist gesichert. Verteilt euch! Wir finden den Täter! Weiter! Muss hier irgendwo sein. Ja. Danke, Glockenturm. Der Weg aus dem Revier ist jetzt frei. Jederzeit. Ich freue mich auf das, was du gefunden hast. Thank you.
menschlicher Gesellschaft. Vorsichtig, Sir. Es wäre doch ein Jammer, wenn das Bettseil so schnell zerkratzt werden würde. Danke, Glockentor. Ich bin bald zurück. Na gut. Okay, Notizen, Formeln, Finanzunterlagen, Forschung über Gehörverlust, Experimente an Menschen? Das sind Auszahlungen an Freiwillige. Ich kenne ein paar von diesen Ärschen. Sind alles Gangmitglieder. Langstrom macht also Experimente mit Kriminellen. Macht etwas Platz. Miss Gordon. Der Holoprojektor funktioniert wieder, seit heute Morgen. Perfektes Timing, Alfred. Stimmt. Du hattest ja Spitzentechnik hier, Babs. Ist uralt, aber reicht erstmal aus. Sie und Master Bruce sind die einzigen Menschen der Welt, für die die Systeme des Glockenturms uralt sind. Das ist alles zu Langstrom und das hier sind sämtliche Infos zu unserem Gast. Talia al Ghul. Sie ähnelte Master Bruce in so einigen Dingen. Dass sie in Gotham ist, besorgt mich. Und die Tatsache, dass sie ihren Alten verbrannt hat, war das wirklich Ra's al Ghul? Seine DNA war an der Waffe, die sie hinterlassen hat. Ich frag mich, warum sie nicht versucht hat, ihn in eine Lazarusgrube zu bringen. Tja, Batman würde zu Talia gehen und sie einfach fragen. Gut gedacht. Ja, ich überprüfe Talias Kunai auf Spuren, denen wir vielleicht folgen können. Wir sollten auch rausgehen. Fragen, ob jemand Streit mit Langstrom hatte. Cool. Dann wollen wir doch mal. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst den Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Lass deine Wut los und hör auf den Klang meiner Stimme.
Spuck's aus, bevor ich die Geduld verliere. Okay, lass mich atmen. Das reicht mir. Genau wie erwartet. Du bist weit gekommen, Jason. Das muss ich mir ansehen. Du solltest nicht das. Sie wurde ausgenommen. Sei vorsichtig. Nochmal.
Was ist da drüben los? Deine Freunde nutzen solche Fehler aus. Konzentration. Denk ans Training. Jetzt bist du soweit. Schärfe deine Kampffähigkeiten gegen diesen Gegner. Rathod, das wird uns... Bring's endlich zu Ende! Wie erwartet. Sehr gut. Wenn ein Gegner dich ablockt, durchbrich seine Verteidigung mit einem schweren Schlag. Gleich blutest du!
Jetzt bist du soweit. Genau wie erwartet. Okay, was war das? Du warst schon immer paranoid. Du bist hier im falschen Revier, Kumpel. Lass dich nicht erwischen! Was Talia mit der Leiche ihres Vaters gemacht hat. Gut, dass er weg ist. Ein Bild. Ich hoffe, da will mich keiner verarschen. Da ist ich nicht. Lass es sein. Raynor, du gehörst mit hierher. Yeah.
Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke, dass Master Bruce um Hilfe ruft. Und dann erinnere ich mich. Ich dachte, dass einer von Ihnen gerade angerufen hat. Ich war besorgt. Gewohnheit, schätze ich. Du und Bruce habt es wohl jede Nacht getan, als ich dachte, ich sei allein da draußen. Stimmt's? Ich kann nicht er sein, Alfred. Aber ich kann auch nicht sein wie früher. Bruce hat mir den Weg gezeigt und ich gehe ihn weiter. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Gotham ist in guten Händen. Hoffentlich kannst du helfen. Ich hab hier was. Ja, das ist es. Nice. Was jetzt?
Blackwood in dieser Gegend? Hoffentlich bist du keine Männer. Danke für deine Hilfe. Diese Arschlöcher werden so schnell keinen mehr belästigen. Besser nichts. Hey, Redwood!
Willkommen zurück. Unfassbar, was Talia mit der Leiche ihres Vaters gemacht hat. Gut, dass er weg ist. Ein Besuch in der Lazarusgrube ist schon die Hölle. Wer weiß, was der Tausendste gemacht hätte. Oh, sie hat eine Show abgezogen, ja. Aber das war wohl nicht aus Gnade.
Einheiten am Leuchtturm Cape Carmine benötigt. Wir erhalten Berichte über Straftäter im Gebiet. Thank you.